Er ist jetzt schon ein Superstar. So, hier sind die Jungs vom MSV. Jungs, war das schwierig, gegen Dortmund zu spielen? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr seht, ich bin wieder auf dem Fußballplatz, aber heute spiele ich nicht selber, denn ich bin hier beim MSV Duisburg, wo Borussia Dortmund spielt. Ihr seht es schon. Und der ein oder andere Spieler ist mit dabei, den man kennt. Ich werde euch einfach mal zeigen, was hier so abgeht. Und mitten im Spiel sprechen wir dann auch über gewisse Spieler. Deswegen, lasst uns mal loslegen. Let's go. Gegrüßt die U10 und die U11 des MSV Duisburgs. Beste Jungs. Dortmund führt 3:0 in der Halbzeit und Moukoko hat den Rekord geknackt. So viele Tore wurden noch nie in einer Saison geschossen und die Saison ist für Dortmund noch lange nicht vorbei. Deswegen, er kann den Rekord noch weiter ausbauen. Und das ist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Ich wollte euch den Spieler einfach mal zeigen. Man sagt, er ist der nächste Ronaldo, der nächste Messi. Und wir werden das mal ein bisschen beurteilen. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, körperlich ist er nicht unbedingt stärker als Jan. Ein bisschen robuster, aber jetzt nicht, dass er irgendwie 2-3 Köpfe größer ist oder viel breiter. Aber Spielintelligenz, was ich bis jetzt gesehen habe, der weiß ganz genau, wo die Laufwege zu laufen sind, wann er in die Schnittstelle reinläuft, wann nicht. Wir werden das einfach mal weiter analysieren und gucken, was hier noch in der zweiten Halbzeit passieren wird. Freunde, schreibt mal jetzt schon in die Kommentare, glaubt ihr, dass Moukoko zum Profi wird? Ja oder nein? Meine Meinung ist, ich glaube es und ich hoffe es. So, bevor die zweite Halbzeit anfängt, macht sich der BVB nochmal warm. Da ist Moukoko, die anderen Spieler. Lava. Hier kommen die MSV-Spieler. Und hier ist heute sogar ein professionelles Kamerateam dabei. Guckt euch mal an, die haben sogar eine richtige Red-Kamera. Tja, sowas kann ich mir noch nicht leisten. Bei mir ist noch Low-Budget, aber irgendwann habe ich auch so eine krasse Kamera, Freunde. Die zweite Halbzeit hat gerade angefangen, nicht mal eine Minute gespielt. Moukoko macht ein Tor und wird ausgewechselt. Guck mal, wie die hier abgehen, die Jungs. Wird der nächste ausgewechselt. Man sieht, Harmonie ist da bei den Jungs und ich glaube sogar, dass die Deutscher Meister werden. Schon letztes Jahr gegen Bayern. Dieses Jahr mal gucken, wer ins Finale kommt. Aber man sieht, die klatschen sich ab, die verstehen sich gut, die Abläufe sind hier richtig gut. Freunde, lasst mal ein Like da, wenn ich mir auch so eine Kamera holen soll. Was für ein krasses Ding. Boah, der Bruder hat da echt wie diese Ghostbusters. So. Und hinter mir ist so ein Ehrenmann, ein Dortmund-Fan mit einer Flagge. Ist extra hier nach Duisburg gekommen, um Dortmund zu supporten. Also diese Liebe geht nicht nur für die erste Mannschaft, sondern auch darüber hinaus. Moukoko hat den Rekord gebrochen, Freunde. Noch nie hat einer so viele Tore in einer Saison geschossen wie Moukoko. Krasser Typ einfach nur.
Ehrenmann macht noch mit den Spielern hier Fotos. So, hier in Sonne. Danke, Bruder. Bester Mann. Rekord geknackt. Video. Glückwunsch. Bester Mann, Freunde. Ihr habt es gesehen, er hat den Rekord geknackt. Er ist jetzt der U17-Torschützenkönig. Freunde, guckt mal, was hier für ein Rummel um Moukoko ist. Er ist jetzt schon ein Superstar. Krasser Typ. Krasser Typ. Krasser Typ. Guck mal, was da für ein Hype um ihn ist. Was, über was freust du dich mehr? YouTubers Rekord, Meister oder ungeschlagen? Ja, die Kombination, glaube ich. Also ungeschlagen Meister ist schon cool. Ja, das Mannschaftssport, natürlich freue ich mich für ihn privat oder auch persönlich natürlich total, weil ich weiß, wie viel er dafür tut, wie viel es ihm auch bedeutet, einfach diese Tore zu schießen. Hat er sich einfach auch verdient, haben wir heute wieder gesehen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das eine das, macht mich jetzt glücklicher als das andere. Am Ende schon dieses Ungeschlagensein ist schon eine Auswahl. Er ist jetzt auch nicht irgendwie so einer, der das nur für sich, der weiß halt, dass das ohne die Mannschaft nicht geht. Aber die Mannschaft weiß auch, dass die ihn braucht für die Tore, für diese Erfolge. Das ist halt diese, so letzte Saison war es halt so. Aber er ist halt total beliebt und es ist jetzt keiner, der ihm das irgendwie nicht gönnt. Das ist natürlich schon insgesamt eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Man sieht, was hier los ist, was auf den Jungen einprasselt. Ist halt schon ein Star. Und das ist für die anderen Jungs vielleicht auch nicht so einfach. Dann, die wollen vielleicht auch mehr in den Vordergrund stellen, das halt irgendwie so zu akzeptieren, das als Team dann irgendwie auch hinzukriegen. So, hier sind die Jungs vom MSV. Jungs, war das schwierig, gegen Dortmund zu spielen? Ja, klar. Ach, nein, war richtig leicht. Ja, war richtig ey, was ich cool finde, trotz Niederlage habt ihr noch eigentlich gute Laune, ne? Was will man machen? Die sind halt stärker. Man muss Moukoko auch mal gönnen, dass er die zwei Tore schießt. Wie viel hat er jetzt gemacht in der Saison? So, 45. 46? 46. Boah, Bruder. 46. Aber egal, du bist Ehre, Mann. Kann man nichts machen. Unsere Mannschaft hat nicht mal die Hälfte von den Toren gemacht, aber... Nur 18 ist ja gut. Gut, aber ihr habt gekämpft, ihr habt euer Bestes gegeben, das zählt. Supportet 18 Karat, der hat neues Album gemacht. Bin immer noch derselbe, hab die Fans nicht enttäuscht. Und supportet den MSV. Sollen wir noch Insta sagen, kurz? Ja, gerne. Der will direkt pluggen. Du bist voll der Ehrenmann. Macht das schon irgendwie, ich dribbel das. Beste Jungs. Ich hoffe einfach, dass es auch mal in die Bundesliga schafft zu Dortmund. Vielleicht in ein, zwei Jahren bei den Profis. Freunde, das war's mit dem Vlog. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Better are the strangers, believe me when I say, loving me is loving danger, your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon, loving's for the fools. Baby, beware of my vibe, I'm alone, I'm alone, I'm alone. I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a the shadows and the corners of your mind. I go with the windows, I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering my name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. I'm alone.
I'm a lone wolf, 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 I'm a